Und wir schauen uns die Europäische Kommission etwas genauer an. Sitz in Brüssel. Jawohl, Sitz in Brüssel. Und wenn wir uns mal klar machen, was wir mal irgendwann gelernt haben in der Schule, nämlich das Grundprinzip der Gewaltenteilung als ein fundamentales Prinzip auch unserer Demokratie und Rechtsordnung, dann haben wir mal gelernt, es gibt eine Exekutive, ein ausführendes Organ, eine Legislative, ein gesetzgebendes Organ und eine Judikative, ein rechtsprechendes Organ. Das Grundprinzip der Gewaltenteilung. Dann können wir diese Kommission, denn Sie merken schon, dieses Grundprinzip der Gewaltenteilung hat man hier auch übernommen, können wir die Kommission eher der Exekutive zuordnen. Die Kommission hat zwei Aufgaben. Sie ist einmal das Management. Das ist also dieser Exekutivgedanke. Aber dazu kommen Kontrollaufgaben. Also Exekutivaufgaben, Management und Kontrollaufgaben. Man nennt die Kommission auch die Hüterin der Verträge. Und gemeint sind hier vor allem natürlich die Verträge von Rom. Aber nicht nur, ne? Es gab ja noch andere Verträge, wie wir gesehen haben. Das ist die Kommission. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.